So, hallo und herzlich willkommen zu Far Cry. Das ist nur eine ganz, ganz kurze Anmoderation, weil ich nämlich etwas vergessen habe zu moderieren. Das, was du jetzt gerade siehst, ist das Ende der jetzigen Aufnahmesession. Das richtige Video kommt gleich. Und zwar geht es darum, ich habe mir im Laufe der Folge überlegt, ich gehe mal auf die Map. Und zwar, wir haben recht viel gemacht diese Folge. Dieses ganze Gebiet war hier noch nicht freigeschaltet. In den nächsten Folgen haben wir viel gemacht und du siehst hier rot, da siehst du rot, hier rot, 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 hier ist noch ein Funkturm, da ist rot, da ist rot, da ist rot. Jetzt ist die Frage, den Samstag, sprich nicht heute, nächste Woche, den Samstag, lass mich kurz rechnen, wir haben heute den 10., den 17., glaube ich. Also um den 17. rum, den Samstag, habe ich nämlich vor, das Ganze hier schon mal zu machen, zu erobern. Da wäre halt meine Frage, wollt ihr wirklich in normalem Speed sehen, wie ich das spiele? Oder wollt ihr das in einer Folge durchgerattert haben? Sprich, das wären mehrere Folgen hintereinander in einem Video, was mit vierfacher Geschwindigkeit abgespielt wird oder doppelter, je nachdem, wie lang das Video ist. Mit entweder meiner Stimme oder der Musik oder mit Musik hinterlegt. Jetzt ist die Frage, wie wollt ihr das haben, damit ich nächsten Samstag dann Bescheid weiß, wenn ich neu aufnehme. Schreibt mir dann mal bitte, bitte in die Kommentare bei Facebook oder bei Twitter, wie du das haben möchtest. Entweder alles in einer Folge mit vierfachem Speed oder alles über mehrere Folgen verteilt. Sprich, das wären ungefähr, wenn ich das so überlege, vier, fünf Folgen nur Geballer. Und halt im normalen Speed. Das würde halt extremst meiner Meinung nach das Let's Play in die Länge strecken. Weil ganz ehrlich, wir sind jetzt schon bei 22 Folgen. Und wir haben noch nicht alles, noch nicht mal die Hälfte durch. Und wir müssen das hier noch alles machen. Ne? Da kommt noch ganz schön viel auf uns zu. Und wir haben halt, ja, hier noch auch noch eine ganze Menge zu tun hier. Wir haben da noch Schatztruhen, da und da haben wir noch eine Kiste und hier haben wir noch Kisten und hier haben wir noch so kleine Missionen, Pfad des Jägers, Todaufgabe und sowas. Das werden wir alles noch machen. Auch hier so Schießübungen, Schrotflinte, ja, werden wir alles noch machen. Deshalb will ich euch ganz ehrlich fragen, wollt ihr das jetzt wirklich hier in fünf Folgen aufgeteilt haben oder in eine Folge reingeworfen mit vierfacher Abspielgeschwindigkeit? Je nachdem, wie dir das lieber ist, schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare, weil sonst bleibe ich eigentlich bei der jetzigen Methode. Dann würde ich das alles in ein Video packen, wenn ihr nicht antwortet. Aber wenn ihr antwortet, dann richte ich mich nach euch. Daher bitte schreibt mir dann, wie du es haben willst, auf Facebook, Twitter oder halt auf YouTube, beziehungsweise in den Kommentaren. Gut, das war's dann von mir. Ich wünsche dir dann viel, viel Spaß jetzt in der richtigen Folge, ja? Und wenn ich das richtig sehe, geht's heute um. Mit was habe ich die Aufnahme jetzt begonnen? Mit Krieg? Ja, ich glaube, mit Krieg habe ich die Folge begonnen. Bin mir aber nicht sicher. Gut, du wirst es ja eh gleich sehen, also. Viel Spaß jetzt bei dem richtigen Video von Far Cry. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3 in einer neuen Aufnahmesession. Gestern kam die letzte Folge, beziehungsweise Folge Nummer 21, Drogenparty mit den Piraten. Gott, war die Folge einfach nur geil, da kannst du sagen, was du willst. Ich mach gleich storytechnisch direkt weiter. Beziehungsweise wir befinden uns in diesem Dorf? Dorf? Ja, in irgendeinem Dorf. Gehen jetzt mal zu den Reisfeldern und machen da alles kaputt, was da ist. Alles. Einfach alles. Was haben wir denn da? Oder erst erobern wir erst ein paar Vollidioten und dann mal schauen. Mal sehen, wie weit wir mit dem Jetski hier kommen. Ich vermute nicht allzu weit. Ach ja. Irgendwas leuchtet da rot. Ach, Prüfung der Rakiat ist das. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, da müssen wir hin und da können wir noch nicht hin.
Recht eintönig, der Jetski. Fliegen mir noch Vögel in die Fresse. Irgendwas blinkt da oben. Was könnte das sein? Ich glaube, weiter komme ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade ein Krokodil überfahren. So. Genau. Nehmen wir noch ein bisschen grünes Blatt mit. Jetzt sind wir auch wieder gesund. Huch. Und Fähigkeiten. Wir haben bestimmt noch Fähigkeitspunkte. 5 Fähigkeitspunkte und ich setze hier nicht ein. Was ein Opfer. So, mache ich das auch mal. Was ist das? Langwaffenexperte. Was ist das? Spritzen halten 50 mal länger. Ruhige Hand. Das habe ich. Habe ich das noch nicht erlernt? Nö. Du kannst länger unter Wasser bleiben, bevor du wieder Atemluft brauchst. Nehme ich mit. Das kann hilfreich sein. Atemkontrolle 4 mal länger halten. Naja. Gucken wir mal hier weiter. Was haben wir da? Nimm mit. So. Halt. Herstellung. Ich stelle mir gleich noch die Spritzen her. Medikamente. Oh. Ich kann nichts mehr herstellen. Gut. Haben wir wohl genug. So. Renne. Da war doch noch ein Hund dabei. Schönes Feuer. Hier war da noch. Ich könnte schwören, der hat noch einen Hund dabei gehabt. Egal. Ich habe die doofe Vermutung, dass in diesem Dorf, beziehungsweise in diesem Außenposten, auch wieder Biggie Smalls rumrennt. Unser letzter, lieber guter Freund. Sie hat so eine beschissene Rüstung einfach, dass man den nur von hinten erledigen kann. So, wie war das? Kamera, Kamera? Da. Oh Gott, 4 Hunde. Da ist der Alarm, den werden wir natürlich ausschalten. Da haben wir noch jemand. Das Blöde ist, die Hunde kann man nicht so ausschalten, wie ich es gerne möchte. Denn die riechen uns. Und wenn wir nämlich dann da am Alarm sind. Man könnte halt nur versuchen, den Alarm auszuschießen. Noch ein Hund. Ich meine, das ist ganz gut, während die Hunde da vorne rumrennen, können wir uns von hinten reinschleichen. Aber so wie ich diese verfickten Hunde kenne, wird das nichts. Yeah.
Okay. Scheiße. So, da brennt alles schön. Okay. Komm, Spritzerin. Wow. So, wo ist der Typ mit den Mollys? Das ist er nicht. So. Na komm, komm. Verdammt. Danke. Oh, die Waffe verzieht heute. Was ist denn los? Ach man, ich will den jetzt mit Pfeil und Bogen erledigen. Moment. Mann. Geht doch. Warum nicht gleich so? Grauenvoll. Was ein schlechtes Gameplay. Ist ja unglaublich. Du bist voll der Loser. Halt's Maul. So, gehen wir da rein und holen uns noch eine Speicherkarte. Da ist bestimmt eine drin, ne? Ich rieche es. Oh, doch nicht. Oh, doch, da. Meins. Nimm. Also. So, ein Joint haben wir auch noch bekommen und 250 Dollar. So, ich tue mal gleich wieder meine Pistole. Wo ist meine Pistole? Faustwaffenschrot finden. Faustwaffen, da. Oh Mann, ich will die Magnum haben. Wann kriege ich die gratis? Aktiviere 4 weitere Funktürme. Das mache ich doch nicht. Können wir denn noch was verkaufen? Schnellverkauf. Also, jetzt kann ich sie mir kaufen. Grünes Blatt weg. Grünes Blatt weg. So. Jetzt will ich ihn. Ja. für den Flammenwerfer. Weg damit. So, was haben wir denn da? Anpassen. Wir haben etwas, was die Genauigkeit, Schaden und Reichweite verringert. Nachtsicht haben wir. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Rotpunktvisier. Und ein Reflex. Können uns eh davon jetzt nichts holen, aber ich glaube, ich mache dann irgendwann mal die Laufverlängerung noch. So. Geil. Jetzt haben wir die Magnum. So. Jetzt rennen wir mal zu den Reisfeldern. Der Außenposten ist unser, aber wenn du uns wirklich helfen willst, zieh dir an, was an den Aushangtafeln hängt. Ja, die Aushangtafeln machen wir auch noch irgendwann mal. Erstmal ein bisschen mit der Story vorangehen, ne? Wir haben ja gerade mal ein paar Folgen erstmal gespielt. Ich glaube, wie viele Folgen haben wir jetzt? 4? Ah ne, 20. Ups. Doch, ein bisschen haben wir schon gespielt. Aber nur ganz wenig. 20 Folgen, das ist insgesamt gerade mal 6 Stunden Spielzeit. Mit dem Rendern und so weiter ist das dann, wird das schon ganz, ganz schnell dann 36 Stunden. Weil ein Video in der Herstellung verbraucht mir ungefähr 3 Stunden. Ohne Hochladen. Mit Hochladen sagen wir mal 4 bis 5. Also sagen wir mal 5 Stunden maximal für Far Cry. Und dadurch, dass ich bei Forza die Facecam noch drin habe, verbraucht Forza mindestens doppelt so viel. Also so 10 Stunden ungefähr mindestens. Also Forza ist schon ganz krass.
was das an Herstellung braucht. So, kommt mir da ein Auto entgegen. Ja, aber der fährt irgendwie total scheiße. Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Scheint ein sehr offenes, oh ja, ein sehr offenes Gebiet. Da sniper ich doch gerne. Heute darf dich nicht bemerken. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, heute, jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rotgestreiften? Bitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Dunkler Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Da war ein Grafikfehler. Ich muss den Kerl retten. Let's shoot, bitch. Okay, Jason, dann mal los. Hab ihn. Oh, hatte ihn. Kopfschuss. Oh, da brennt's. Kommen da noch mehr? Nein. So, hier liegen Minen, das heißt, wir müssen aufpassen. Am besten renne ich da lang, wo er lang gerannt ist. Aber ich guck nochmal. Da haben wir eine. Das ist eine Mine. Da liegt. Man hört sie auch. Ich höre sie. Wo ist sie? Die müsste theoretisch... Ah! Direkt vor mir sein. Bro, was ist los? Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Flucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Ich seh ihn! Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Bleib dran! Komm. Verdammt. Jetzt. Geschafft. Mein Haus ist da auf dem Hügel. Komm. Wie jetzt? Och nee. Mist! Scheiße! Ah! Fail. Okay, gut. Also Snipern ist hier nicht unbedingt. Wie konnte der denn bitte hier so durchlaufen? Komm, Waffe wechseln. Die verzieht voll, ich brauche langsam mal eine neue Waffe. Wir müssen
Wow. Ja, komm. Wir sind jetzt schon fast oben. Spacken. Na also. So, noch einer. Fuck. Wo ist er denn? Hä? Hier, komm. Minen. First Kit. Scheiße, es wurde beraubt. Wo ist es? Hey, deck mich fertig, suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Befestige sie. Wow. Ich glaube, ich nehme mir auch besser eine Schrot. Komm schon. Ah Mann. Ich konzentriere mich gerade so. Halt. Die raus und die rein. So. Hier ist es. Ich habe das Transportverzeichnis. Bah. Endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Puh. So, heute haben wir geschafft.
bisschen Kobain haben wir auch. Minen will ich nicht so unbedingt, ich mag ich nicht. So, suchen wir das Dorf noch ein bisschen ab. Finden hier bestimmt noch irgendwo was. Wie da drüben. Was haben wir hier? Heute Volker. Volker? Volker. Seit Jahrzehnten durchkämme ich Holz Akten. Folgendes weiß ich sicher. Er beträgt in Größen Sklaven. War klar, Drogen- und Waffenhandel dringen in Südpazifik und Befehle. Er private mir aus blutrünstigen Söldern. Er behauptet, dass einer Berg... Das ist jetzt echt ein Witz, oder? Bergarbeiterfamilie zu stammen. Er kann Beweise und Grundweise keiner. Und der Kerl herkommen verflucht. Der Kerl könnte sogar aus Kolumbien oder einer Ölfirma sein. Der kann überall herkommen, der Sack. So. Schöne Muschel. Gib mir dein Geld. Oder eine Sonnenbrille. So. Wir müssen jetzt wohin? Eigentlich finden, glaube ich, Oliver jetzt, oder? Haben wir auch noch irgendwas, was wir einnehmen können? Da müssen wir hin. Dann können wir hier den Funkturm erstmal einnehmen, beziehungsweise ich glaube, wir nehmen erstmal hier den Rosthof auseinander. Dass wir dann den Funkturm... Na? Da. Dass wir dann den Funkturm in Ruhe einnehmen können, weil wenn wir jetzt erstmal zum Funkturm eiern, dann... Ja, laufen wir die Gefahr raus, dass da dauernd irgendwelche Leute uns belästigen wollen. So, Munition. Ich müsste auch mal gucken. Sturmgewehre. Da gibt es ja aber bestimmt. Ja, da gibt es definitiv besseres. Was haben wir hier? Weil ich brauche langsam mal eine bessere Waffe. Die AK, die ist nicht mehr so jetzt die beste. Gut. Richtig hinsetzen. So. Wir sind ja jetzt hier im Bergbaulager und in der nächsten Folge tun wir dann den Rosthof auseinandernehmen und tun den Rost mal beseitigen. Gott, der war schlecht.